Ja, mein Name ist Thomas Lohnier. Ich bin Netzaktivist, also ich kämpfe für die Freiheit im Internet. Habe das jahrelang als Hobby gemacht, neben meinem Beruf in der IT, und dann irgendwann einmal ist es so viel geworden, dass es mein Job wurde. Und ich arbeite hauptsächlich gegen staatliche Überwachung für Datenschutz und habe auch ganz viel europäische Netzneutralität gearbeitet. Ja, also meine These wäre, dass wir uns jetzt gerade am Scheideweg befinden. Wir sind jetzt historisch an dem Punkt, wo diese Technik in der Gesellschaft angekommen ist und jetzt geregelt wird. Also wir haben immer mehr Gesetzesvorhaben, die sich mit dem Internet, mit Informationstechnologie beschäftigen. Wir haben einen EU-Kommissar, der seine Amtszeit begonnen hat mit digitalen Themen und die an die vorderste Spitze seiner politischen Agenda gestellt hat. Und der Kampf um die Freiheit im Internet ist definitiv jetzt gerade in der heißen Phase. Meine provokanteste These wäre, dass wir uns jetzt so ungefähr an dem Punkt befänden, wenn wir uns vorstellen, dass irgendwann einmal in Rom über die Verwendung von Straßen diskutiert wurde. Also wir haben jetzt diese neue Technik. Wer darf die verwenden? Was sind die Beziehungen zwischen den einzelnen gesellschaftlichen Gruppen auf dieser Technik? Und genau diese Ausverhandlung passiert jetzt gerade. Und unsere Grundrechte sind dabei das wichtigste Gut, was es zu verteidigen gilt, was auch am meisten gerade bedroht wird und angegriffen wird durch die verschiedensten Gesetzesvorhaben, die wir sehen. Und man kann sich das Ganze vielleicht so vorstellen, dass wir im schlimmsten Fall irgendwo aufwachen zwischen Orwell, Huxley und Kafka in einer Welt, in der die individuelle Freiheit komplett vergessen und Vergangenheit ist, oder eben einer Welt, in der wir Technik noch emanzipatorisch verwenden können und die individuelle Freiheit gesteigert wird dadurch, dass wir diese universellen Computer mit einem universellen Netz verbinden können. Also wir befinden uns gerade in der größten Überwachungsaffäre der Menschheitsgeschichte seit Edward Snowden. Wir sehen, wie wir zum ersten Mal eine wirkliche Debatte haben über die Rolle von Geheimdiensten in Demokratien. Wir sehen das auch hier bei uns in Österreich anhand des Staatsschutzgesetzes, was trotz massiver Kritik aus allen Teilen der Gesellschaft jetzt trotzdem im Parlament durchgepeitscht wird im Jänner 2016. Wir sehen es bei den Gesetzen zur Netzneutralität auf europäischer Ebene, wo man sich nicht durchringen konnte, eine klare Regelung zu finden. Die Themen gehen uns aber alle an, vor allem im globalen Süden, in Indien gibt es da Massenmobilisierung dafür. Und das, was wir damals bei ACTA gesehen haben, war kein Einzelfall. Also Technik ist politisch. Und Technik wird immer mehr auch von politischen Akteuren verwendet. Sei das jetzt ein arabischer Frühling oder die YouTube-Videos des Islamischen Staates. Und gerade diese zusehende Aufladung von Technik mit Politik und ihrer Verwendung für politische Zwecke zeigt uns, wie umstritten dieses ganze Feld ist. Es gibt immer wieder so Kämpfe, David gegen Goliath, wo auch die kleine Seite gewinnt. Aber das ist alles immer darauf zurückzuführen, dass eine kleine Gruppe von Menschen besonders schnell und kreativ mit Technik umgeht und es schafft, einfach diesen Zeitvorsprung zu nutzen, um gewisse Pflöcke einzuschlagen. Die Gegenseite wartet aber nicht mehr, sondern die Politiker haben genau verstanden, wie das Internet funktioniert und verwenden es jetzt eben auch für ihre Zwecke. Und natürlich auch Firmen sind dabei, sei es jetzt über DRM, Internetprovider, über die Abschaffung der Netzneutralität oder eben große Datenkraken wie Facebook oder Google, sich immer mehr in diese Technik einzuschleichen. Und auf einer großen Ebene, wenn man es wirtschaftlich formulieren will, haben wir es zurzeit mit ganz viel vertikaler Integration zu tun. Das heißt, dass entlang der Wertschöpfungskette immer mehr Unternehmen versuchen, das zu inkorporieren und eigentlich uns Geräte in die Hand zu geben, die von Hardware bis zum Inhalt, den wir darüber konsumieren und den rechtlichen Rahmenbedingungen, in denen wir sie nutzen können, uns eigentlich auf ganz einseitige Nutzungsprofile einschränken. Und damit verlieren wir eben diese universellen Turing-kompletten Computer in unseren Hosentaschen und auch die Möglichkeit, mit einem globalen Internet wirklich ungeteilt und auf gleicher Augenhöhe miteinander zu kommunizieren. All das ist gerade in ganz vielen einzelnen Gesetzesvorhaben auf der Welt ausverhandelt worden. Und in dem Prozess glaube ich, dass wir jetzt am Scheideweg stehen und in
15, vielleicht auch schon 5 Jahren sind viele dieser Fragen dann endgültig beantwortet und werden vielleicht gar nicht mehr diskutiert. Und zwar die große Veränderung, die wir sehen werden, betrifft dann unseren individuellen Spielraum. Im Kern, das ist auch das Mandat, das wir als netzpolitische NGO für uns sehen, sei das jetzt der AKV oder die Initiative für Netzfreiheit oder European Digital Rights, EDRI. Es geht eigentlich immer um die Grundrechte. Es geht um das Verhältnis des Einzelnen zu anderen Systemen, seien die jetzt wirtschaftlich oder staatlich. Und gerade in dem Feld werden wir in den nächsten Jahren sehr viel sehen. Also ich glaube, die Vor- und Nachteile kommt darauf an, welcher Trajectory, welchem Szenario wir folgen. Ein Vorteil wäre, dass wir Netzpolitik auch so begreifen, dass Menschen Technik verwenden, um sich in politische Prozesse einzumischen. Dass wir die Technik nutzen, um Demokratie verständlicher, zugänglicher und partizipativer zu machen. Das steckt ja eigentlich auch hinter all den Kampagnen, sei das jetzt gegen die Vorratsdatenspeicherung oder für die Netzneutralität. Am Ende wollen wir immer die Formel anwenden, dass wir öffentliche Aufmerksamkeit in politischen Druck überführen. Und wenn wir es schaffen, bessere Werkzeuge zur Verfügung zu stellen, dass sich mehr Menschen in den politischen Prozess einbringen können, dann schaffen wir es vielleicht, die politischen Herausforderungen im Sinne der Bevölkerung und der Grundrechte zu lösen. Und dann wachen wir vielleicht auch mal in einer Demokratie auf, in der die Mitbestimmungsrechte des Einzelnen größer sind. Die Nachteile, die liegen in dem anderen Szenario, wenn die Verantwortung über unsere Daten, über die Urheberrechte, über die Werke, die wir produzieren, über unseren kulturellen Korpus eben von uns abgegeben wird und wir eigentlich nur noch mit der Verantwortung von Konsumentscheidungen zurückbleiben. Und in dem Szenario verlieren wir halt ganz viel Gestaltungsspielraum im Einzelnen, aber auch für unsere Gesellschaft als Ganzes. Das Ganze gipfelt dann natürlich in so etwas wie ISDS und die Investitionsschutzrechte und Klagsrechte, die jetzt in den internationalen Freihandelsabkommen wie TTIP und CETA zu finden sind, weil das sozusagen sieht man am deutlichsten, wo sich die Natur unseres Systems ändert und wir halt eigentlich das Diktat, das ja in unseren demokratischen Grundrechten verankert ist, dass wir der Souverän sind, abgegeben wird und eben an Firmen übergeben wird. Genau, und nach dem Punkt ist es auch so, dass sich eben je nachdem, welchem Szenario wir folgen, sich der individuelle Gestaltungsspielraum und die Möglichkeiten unseres Systems ganz stark daran anpassen werden. Ich halte es für eine sehr gute Idee, dass wir die Netze öffnen und so viel Internetgrundversorgung den Menschen geben, wie nur irgendwie möglich. Internet ist heute nicht mehr irgendein Luxusgut oder Unterhaltung, sondern das ist eine Infrastruktur der grundlegenden gesellschaftlichen Teilhabe. Ohne Internet kann ich heutzutage keinen Job finden, kann ich fast keine informierte Wahlentscheidung treffen, kann ich in vielen Fällen gewisse Güter gar nicht mehr beziehen und kaufen. Oder geschweige denn irgendwie ein Sozialleben für Menschen, die sich dazu entscheiden, nicht auf Facebook zu sein, wissen genau, wovon ich spreche. Das heißt, wir sehen, wie das Internet heutzutage eine ganz wichtige Rolle in unserer Gesellschaft hat, vor allem eben für marginalisierte Gruppen. Und deswegen wäre es sehr angebracht, und ich unterstütze auch diese Projekte, die es da gibt, von einzelnen Parteien und Gruppen, dass man freies WLAN anbietet in Flüchtlingsunterkünften oder Erstaufnahmezentren. Ich glaube aber auch, dass wir uns die Frage stellen sollten, ob wir wirklich nicht einen gewissen Grundsockel an Internet, und das ist jetzt vielleicht nicht gut genug und schnell genug, um damit Netflix nutzen zu können, aber eben um sich grundlegend zu informieren und wenigstens textbasierte Inhalte nutzen zu können, ob wir das nicht eigentlich als Gesellschaft festschreiben wollen, und sozusagen diese grundlegende Versorgung allen ermöglichen wollen. Weil es gibt immer noch Menschen, die ohne Internetzugang sind. Das ist ein reales Problem. Es gibt schlechte Antworten auf dieses Problem, wie die Facebook und Google vorschlagen, dass man den Menschen eben kein Internet gibt, aber dafür eben so einen Walled Garden, in dem man Facebook, Google oder noch ein paar andere Dienste nutzen kann, aber eben ein amerikanisches Unternehmen einschränkt, welche Dienste wir nutzen können.
Das ist das Projekt, wo Facebook gerade Milliarden reinsteckt und einen großen Backlash und großen Widerstand in Indien erlebt hat. Das heißt, für mich geht es da um die generelle Frage, ist Internet heutzutage nicht so wie Wasser oder Strom eine Grundversorgung, die eine moderne Gesellschaft braucht und die vor allem eben dort am notwendigsten ist, wo es darum geht, Menschen in diese Gesellschaft zu integrieren und ihnen eben ein selbstbestimmtes, auch wirtschaftliches Leben zu ermöglichen. Ich warne davor, dass man sich nicht interessiert, dass man nicht hinschaut, wenn diese Entscheidungen getroffen werden. Meine Motivation, Netzpolitik zu machen, liegt darin, dass ich noch nie so viel Gestaltungsspielraum in meiner eigenen Gesellschaft gesehen habe. Das sind wirklich die Fragen, die jetzt gerade ausverhandelt werden und wo es auch vergleichsweise einfach ist, einen Unterschied zu machen. Je mehr Menschen das erkennen und sich da selbst auch einen Baustein nehmen und etwas tun, egal wie klein oder groß das ist, umso besser ist die Welt, in der wir nachher aufwachen werden. Wir sehen heute schon, dass es möglich ist, Grenzen zu umwinden und eigene kleine Lösungen anzustreben, aber was wir wirklich brauchen, ist nicht die Möglichkeit, dass ich, wenn ich weiß, wie ich ein VPN bediene, noch irgendwie an die Inhalte rankomme, die mich interessieren oder meine Privatsphäre schützen kann, sondern wir brauchen allgemeine Regeln. Es kann nicht sein, dass wir unsere Grundrechte mit technischen Speziallösungen absichern und uns da in irgendeiner Sicherheit wiegen. Was wir brauchen, sind Gesetze, die diese Grundrechte auch in der digitalen Welt festschreiben. Und wenn man sich diese Frage vor Augen hat, dann glaube ich, ist es klar, wo die Chancen und Risiken für die Zukunft liegen.